Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Immer noch im Part 2 im gespiegelten Modus, sag ich mal. Nennen wir ihn jetzt so. Wir waren gerade bei Episode 5, okay. Mit Wamu gegen Joseph. Sehr schön. Gegnerangriff gesenkt, sehr schön. Oh, Part 2 wird nur ein bisschen dauern. Part 3 sowieso. Oh Mann, wo ich da schon einige Kämpfe gemacht habe. Mit, weiß ich nicht, Abdul und was weiß ich. Wo wir gegen Abdul und Polnareff und so gekämpft haben. So, oh, ich freue mich schon gleich mit Kars zu spielen. In seiner ultimativen Form. Ja, geil. Wir waren überhaupt schon mal gesteuert, ja, ne? Sehr schön. Der macht mich voll fertig direkt. Mm. Ey. Was? Ich hab jetzt nicht gewusst, dass der Auto so angefangen. Wie hab ich das gemacht? Ich spring auch noch, ey. Jetzt voll gebracht. Ah. Oh nein. Hör bloß weg. Ja, ist durchtreffen davon. Nee, nee, nee. Sehr schön. Nein, oh nein, jetzt kommt er damit. Oh, leck mich. Au. Oh. Wieso sind die Gegner so stark, ey? So, komm her. Oder auch nicht. Jetzt aber. Bams. Ja. Yeah. Außer jetzt noch ein Kampf kommt. Komm mal hier. Bin ich voll blöd, dass man. Was soll? Wann er jetzt ein Pizza gab? Was? Vom großen Wamu erwischt, was? Hab ich halt gemacht. So. Weil er steht immer gerade auf, dann treffe ich den nicht. Oh nein. Wie? Wamu. Das hat auch gesehen. Also vorausgesehen. Wie stylisch aufgestanden ist. Bams. Die Säule gegen die Fressleiste hier gebamst. Gewammt, meine ich. Gewammut. Oh. Warum sind die Säulenmänner so überfabulous? So. Wamu, offizielle Illustration. Ja, die ganzen Geheimdinger muss ich irgendwann, weiß ich nicht, rausgucken machen. Ich glaube, ich mache als einziges jetzt nur noch den Story-Modus, weil, weiß ich nicht, der Kampagnen-Modus ist ja, glaube ich, nur ein Online-Modus. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Könnte man machen, aber lass mal das. Wäre ich, wenn ich die Story hier schon gespiegelt spielen kann mit den ganzen Bösewichten. Wahrscheinlich kriege ich online sowieso auf der Fresse, deswegen lassen wir lieber. Vielleicht irgendwann mal so hier und da mal ein Online-Part. Aber mal gucken. Muss mal gucken, wie ich den Part nenne.
Nehmen wir natürlich immer irgendeine, weiß nicht, irgendwas aus der Serie. Aber ich weiß jetzt keinen Running Gag so von Cars oder so. Aber was weiß ich, was da gibt. Ey. Er kann wenigstens rennen, das ist gut. Ah. Ich habe gerade eine Cola-Flasche. Ah. Ma, lass mich doch mal ein bisschen. So, komm her. Jetzt aber. Sehr schön. Weil es aussieht. So, komm mal her. Bin ich so durch mit dem Lichtmodus. Wir haben so viele Sachen, die Anzeigen hier verschwenden. Bin ich voll doof. Ha! Gefangen. Komm her. Ha, wie das aus. Guckt euch das an, ey. Fabulous. Like Babs. Nein, die Pferde. Ja, auf die geheimen Dinger tue ich mich, boah, geil. Tue ich mich jetzt nicht so mehr konzentrieren. Das Projekt nicht unnötig lang machen. Wir sind jetzt bei wie viel Parts schon? 24, 25, weiß auch gar nicht. Hey, ich glaube Spinne. Passiert irgendwas? Wenn ich dich angegriffen werde? Nö. Ich hab das Eidekritz gemacht. Na, komm mal her. Schleck. Ja, wie mache ich den Angriff? Der ist voll geil. Also er war Hamon aufgeladen, glaube ich. Ma! Kriegt die Krise. Dann mach mich hier noch fertig. Reicht. Ma! Was zum Teufel? Wie er mich hier noch fertig macht im letzten Moment. Ja, glaubst du auch selber nicht. Komm her. Was? Super. Dann. Zack. Wupp. Und zack. Wie auch immer ich greife mit der Klinge. What? Bah. Zip. Zip. Ich denke mal, ich habe so einen Hammer. Nein, jetzt kommt er wieder mit seinen Hammern. Komm, mach mal das hier. Jetzt hör bloß dein Ding auf mich. Ha, zu spät. So, wie fliegt er jetzt eigentlich? Ich sehe ihn doch immer fliegen. Die Geburt der ultimativen Form. Hier, Eichhörnchen. Hahaha, sehr schön.
Flap, flap. What? Okay. Kars, offizielle Illustration auch freigeschaltet. Sehr schön. Ich aber sagen, wir machen jetzt erstmal die Ex-Mission. Lakim Chaos, Chaos, was? Chaos gegen Lissa Lissa und danach machen wir den finalen Kampf dieses Parts. Weil mit der ultimativen Lebensform gegen Joseph kämpfen, das wird bestimmt Spaß. Schön. Naja, jetzt noch Lissa Lissa. Ist jetzt, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie stark der Kampf ist. Schon also C, S, irgendwas. Da wäre doof. Okay, Geheimmission. Ups. Okay, ich muss das Ziel anwenden. Fair und square. Ah. Richtig auf der Fresse. Von einem Mädchen. Wie? So, ja super. Muss ich irgendwie noch eine höhere einsetzen. Funkel, Funkel, aua. Reicht so mal. Ja, so viele Combo-Angriffe mit dem verkackten Schal, das ist blöd. Ich mein Stiefel. Nein, das ist ein Abwehrbecher. Boah, ich krieg schon. Oh. Na, warte. Ja, und dann rauchen, genau. So, komm her. Jetzt lieber den Angriff rein. Aua. So ein Luftangriff hat sich gegen die Krise. Also nicht den Angriff. Boah. Ich kann immer nur grabben. Das wollte ich gar nicht machen. Ich habe gar nicht, hab doch gar nicht links gedrückt. Das kommen wir ja jetzt mit dem Ding hier. Bams. Und Schlitz. Oder auch nicht. Dann nehmen sie. Oh. Hauptsache Schlitzen. Nerin. Muss eigentlich passen hier, nur der Sieg zählt. Das passt doch zu den Kampf. Eine Güte. Ist doch nicht wert hier. Ich glaube einfach gemächlich weg. Ah. Wer? Ich muss ja Licht nur 2 einsetzen oder so. Sie hat ihre Sonnenbrille abgenommen, glaube ich. Los, Pferde! Verdammt. Ach so, wenn ich so drücke, dann. Wieder Lichtmodus, aber wieder nichts gemacht, egal. Wenn ich 4 drücke, dann komme ich so von oben runter gedaddelt. Sehr schön.
Ja, da habe ich glaube ich schon mal gehört, weil ich ein paar Mal verloren habe gegen den. Sehr schön. Ja, das haben wir schon vor nicht allzu langer Zeit, glaube ich, schon gesehen. Ja, es kommt nur noch der Kampf Kars gegen Joseph. Ja. Das ultimative Wesen. So nenne ich den Part. Ja, wie soll ich den nennen? Was passt denn zu Kars oder Wamu? Ich könnte auch Wamu einfach hinschreiben. Ja, ne? Aber ich habe da nur einmal mit Wamu hier gekämpft. Nehmen wir mal, was passt denn zu Kars? Wie könnte ich einen Part nehmen, wo Kars vorkommt? Steines A, ja, irgendwie so. Stimmt, das wäre gut. Ach, wat? So, jetzt bitte, wenn ich bitten darf, jawohl. Ha. Ah, fabulous. Ah. Aua. Kannst du mal aufhören damit? Oh Mann. Pferde am Vorfahrt, ich muss aufpassen. Kann ich jetzt eigentlich immer noch den Lichtmodus machen? Oh, schon geschafft. Das ist mal eine doofe Frage, aber ich habe nicht nur noch eine Fähigkeit hier, eine L1, nö. Kann ich den Windmodus noch machen? Lichtmodus? Nö. Darf ich denn jetzt meine Dings alle? Hopp, hopp. Ich bin da beinahe noch reingerannt. Frisst das. Mach ob der mit seinen ganzen Hormonen kack noch. Kann mir der eins nichts machen, bro, geil. Sehr schön. Voll Chaos hier. Voll Chaos hier. Ah, ich bin schon okay. Und ich friss ihn. Ich hab deine Kugel mit den Eichhörnchen abgewehrt. Hier. Warte, ich kann auch, wenn ich am Boden. Das sieht voll viel ab. Was auf damit? Friss ihn. Au, au, au. Ah, ich war auch harmonier. Oh nein. Ich habe irgendwie nicht mehr diese Tentacle Rape Attacke. Bams. War weggeklatscht. Retire. Sehr schön. Und jetzt schließe ich dir den Arm ab. Ich meine die Hand. Wird er überhaupt hier erklärt in dem Spiel? Wenn er seine Hand verloren hat? Keine Ahnung. So, das kennen wir alles. Und Part 2 abgeschlossen. Ich meine Teil 2 natürlich. Tausendmal Entschuldigung. Kling. So, Part 3 wird dann auch wieder ein bisschen länger. Da müssten Whole Horse und Dio nur spielbar sein.
nein, Teilauswahl. Guck mal, auf was ich mich da einstellen kann. Weil überall, wo ich gegen Abdul und so gekämpft habe, habe ich schon gemacht. So, wir haben ganz viele hier. So, wir haben hier Hol Horse dreimal. Hier haben Dio viermal. So, Iggy gegen Polnareff. Das hätte ich eigentlich schon auf Screen machen können, aber. Dio gegen Joseph. Und Vanilla Ice gegen Iggy. Vanilla Ice gegen Polnareff. Okay, das wird ein bisschen dauern, habe ich so das Gefühl. Aber das sehen wir alles in der nächsten Folge von Let's Play Jojo's Bizarre Adventure. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.